den richtet ihr uns da drüben an. Ja? Ich würde sagen, ihr richtet ihn jetzt in Ruhe an und serviert ihn uns dann. Wir haben nämlich einen Gast, ich darf sie nachher zum Essen begrüßen, deswegen muss ich gleich tischdecken gehen. Vorher wird sie uns aber singen. Stefanie, One Love to Give. One Love to Give. Ich bin überzeugt, das ist der neue Hit von Stefanie. Mit Irresistible hat sie ja wahnsinnig abgeräumt und damit tut sie etwas, was eigentlich keiner glaubt. Sie hätte es ja eigentlich gar nicht nötig, irgendetwas anderes zu machen, als prominente Tochter zu sein. Aber sie hat Erfolg als Designerin, sie macht Mode, sie hat Erfolg als Sängerin, sie singt, sie wird jetzt auch Filmstar werden und ich glaube, auch das wird ihr gelingen. Ich freue mich, dass ich sie begrüßen darf. Hier ist Stefanie. Ja.
Guten Abend, Frau Star. Guten Abend. Bitte schön. Ich helfe jetzt vielleicht ein bisschen. Aha, wir haben Kir Royal vorbereitet, selbstverständlich, wie es sich gehört. So, vielleicht in das Ohr. This ear. Dankeschön. So, ansonsten machen wir das natürlich ab jetzt wieder mit Übersetzung. Vielleicht erstmal zum Segen. Prost, like a drink. Okay. Dankeschön. Ah. Man wird doch ein bisschen nervös, sie ist viel hübscher, als ich gedacht habe. Das ist offensichtlich bei euch in der ganzen Familie so. Stefanie, du machst nun sehr viel und alles, was du machst, ist eigentlich erfolgreich. Du machst Mode, du bist Sängerin, reicht es dir noch nicht? Ich habe gehört, du willst jetzt auch Schauspielerin werden, das sicher auch mit großem Erfolg. Macht dir alles auf einmal so viel Spaß? Ja, natürlich macht das sehr viel Spaß und ich mache auch eine ganze Menge. Das muss man alles ganz gut organisieren. Ich weiß noch nicht ganz genau, was ich als nächstes mache. Im Moment schaffe ich auch noch Mode und ich singe auch ganz gerne. Ich möchte auch weitermachen und vielleicht werde ich eines Tages Schauspielerin, aber ich weiß noch nicht. Du machst hauptsächlich Bademoden. Warum eigentlich? Ich meine, wenn man große Abendkleider macht, hat man ja sehr viel mehr zu designen und sehr viel mehr Möglichkeiten in Sachen Mode. Warum hast du dich eigentlich auch für Bademoden entschieden, wo ja nicht viel dran ist? Wir haben immer mit solchem Material gearbeitet. Und das ist ein anderes Konzept. Man kann aus solchem Material, aus solchen Stoffen ganz was anderes machen. Und wir machen auch normale Kleiden. Deshalb haben wir auch Abendkleider gemacht, also weil wir auch die ersten sein wollten. So. Wir werden jetzt vielleicht ganz kurz mal was von den Meisterköchen uns servieren lassen. Johannes, darf ich bitten? So, das sind also deutsche Meisterköche. Isst du eigentlich gerne? Yes, I like food, ja, ich esse ganz gerne. Dankeschön. Aber ich bin sehr, sehr schwierig. Ja, sieht gut aus. Looks good. Ja, das ist also. Ja, das ist aber nicht, was das ist. Ein wenig vom Kanin, ein wenig vom Lachs und das ist, es schmeckt alles gut. Wir kosten mal ganz kurz. Musst du eigentlich auf die Figur aufpassen? Hast du aufpassen, Figurenprobleme oder kannst du alles essen? Ich habe kein Problem. Na? Because I don't like fattening things. Weil ich sowieso nicht gerne Fettes essen, keinen Zucker. So I don't have any problems. Und deshalb habe ich auch keine Schwierigkeiten. Ich kann mir vorstellen, bei diesem Leben ist es doch wahnsinnig problematisch, immer verfolgt zu sein. Fotografen, Journalisten, Reporter, Fernsehen. Ist das etwas, was dir das Leben ein bisschen vergällt, dass du eigentlich alles vor der Öffentlichkeit tust und eigentlich in den Zeitungen noch viel mehr steht, als wirklich passiert? Ja, das ist schon schwierig manchmal. Aber ich habe natürlich gelernt, damit umzugehen. Und manchmal stört es mich und manchmal verletzt es auch meine Gefühle. Besonders wenn man Böses über mich schreibt, dann bin ich sehr tief verletzt. Und ich verstehe eigentlich auch nicht, warum man das macht. Ich möchte, kann aber trotzdem noch mein Privatleben führen. Ich kann auch etwas außerhalb der Öffentlichkeit tun. Gott sei Dank. Ja. Es ist also sicher auch schwierig, wenn man einen jungen Mann kennenlernt. Und kann man auch noch ehrlich meinen, dass die Leute, die man trifft, wirklich persönlich Gefühle haben? Denn ich glaube, jeder findet Prinzessin von Monaco toll, jeder möchte von ihr etwas haben. Weißt du noch, dass die Leute, mit denen du zu tun hast, wirklich ehrlich zu dir sind? Hast du die Chance, das zu erkennen? Ja, jetzt kann ich das schon. Zu Anfang war das schwierig, weil ich oft verletzt worden bin. Aber jetzt verstehe ich schon und ich sehe auch die Leute, die es wirklich ernst und ehrlich mit mir meinen. Aber manchmal ist es eben auch schwer. Manchmal vertraut man jemandem und dann wird das Vertrauen verletzt. Du hattest nun eigentlich mit allem, was du gemacht hast, riesigen Erfolg, mit der Singerei beispielsweise. Das waren ungeheure Hits. Natürlich ist Amerika wahrscheinlich deine nächste Heimat, denn ich kann mir vorstellen, die sind ja unwahrscheinlich heiß auf alles, was mit europäischem Adel zu tun hat. Erstens, zweitens, siehst du gut aus und drittens, machst du genau die Musik, die da drüben ankommt. Kannst du dir vorstellen, in Amerika ein großer Star zu werden wie deine Mutter?
Well, first of all, I don't really know what people mean by star. Ich weiß gar nicht, was sie. Ich glaube nicht mal, dass ich selber ein Star bin. Es kommt ganz darauf an, wie man sich fühlt und wie man sich selbst einschätzt. Und ich möchte natürlich schon eine Karriere machen in den Vereinigten Staaten. Und das ist natürlich auch zur Hälfte schon meine Karriere, weil ich bin ja zur Hälfte Amerikanerin. Ich habe erst angefangen und wird das langsam auch weitergehen. Und ich hoffe, dass ich in der ganzen Welt erfolgreich sein werde. Ist es für dich eigentlich möglich, frei zu entscheiden? Also gibt es das heute noch, dass dein Vater zum Beispiel sagen würde, dieser Mann, der ist der Richtige für dich? Würdest du sowas machen oder würdest du sagen, bevor ich irgendeinen Mann heirate, den ich vielleicht nicht liebe, dann vergesse ich alles, vergesse den ganzen Rummel und wehe Hausfrau irgendwo und baue mir ein eigenes Leben auf? Ja, ich habe eigentlich noch nicht dran gedacht, Hausfrau zu werden. Ich bin ja erst 21. Und das kann ich mir schlecht vorstellen. Ich glaube, mein Vater respektiert mich. Und er würde auch meine Entscheidung akzeptieren. Wenn er meint, dass der Mann richtig ist, der würde sowieso nicht die Entscheidung für mich treffen. Aber ich glaube, da können wir noch drüber reden, wenn es soweit ist. Hast du eigentlich noch die Chance, normal zu leben, also ins Kino zu gehen, normale Fernsehsendungen anzugucken, irgendwo eine Pizza zu essen, oder lebst du bloß in den großen Zentren in Paris und in teuren Restaurants? Bist du noch manchmal ganz normal, so mit Freunden? Ja, ich lebe in Paris vollkommen normal. Ich gehe ins Kino, ins Restaurant mit meinen Freunden, vollkommen normal. Und ich mag, mir gefallen die teuren Restaurants sowieso nicht. Deshalb lebe ich nicht so teuer. Ich lebe ganz einfach mit meinen Freunden, mit meinen Hunden. Und ich esse auch gern Pizza und gehe gerne ins Kino. Da kann ich dich vielleicht doch noch heute zum Essen einladen, weil das ist jetzt leider kalt geworden. Vielleicht trinken wir noch einen Schluck. Dankeschön, ich finde, sie ist wirklich goldig. Hä? Mensch, aber ehrlich. Dankeschön. So, also. Das war Stephanie. Und jetzt haben wir unseren Freund mit dem Besen vielleicht noch mal ganz kurz. Erstmal zeigen wir ihn. Wir haben nämlich, das sollten wir. Das ist das nicht toll, was der mit dem Besen da macht? Wir haben, das muss ich vielleicht noch mal zeigen, als die Leute reingekommen sind, da stand er ja schon mit seinem Besen. Wir haben das aufgezeichnet. Die sind so ganz vorsichtig um ihn rumgekrochen, damit ihm das Ding nicht runterfällt. Er guckt schon, ich glaube, er zählt schon die Minuten. So, also jetzt sehen Sie also, wie die Leute ins Studio kommen. Und unsere Yoga-Herrschaften haben, als Stephanie kam, gesagt, Trump, pfeif auf den Yoga, ich will die sehen. They wanted to do it for half an hour, but as you came in, they stopped doing yoga and had a look at you. So, it's okay, I think. Sorry. No, you hadn't to be sorry. Yoga können sie morgen wieder machen, aber du bist weg. Steffi, dann nehme ich mir heraus. Steffi hätte ich beinahe gesagt. Das ist furchtbar. Gut, nun kommt Knut Kiesewetter. Fru Schmidt.